Ich bin gerade dabei, meine Kübel ein bisschen aufzupeppen, damit ich solche Pflanzen wie diese Paprika hier, Süßkartoffel, Zucchini, andere Kulturpflanzen oder auch Obstbäume darin anzubauen. Das Problem an solchen Kübeln im Vergleich zum Freiland ist einfach, dass sie etwas isolierter sind und wenn halt die Pflanze weiter wächst, braucht sie den entsprechenden Nährstoff, nimmt auch die Mikroorganismen auf für das Pflanzenwachstum und für die Fruchtbildung. Und in der Regel ist es halt so, dass dann meistens die Pflanze in den Kompost landet oder die Früchte in den Biomüll und wir spülen ja auch über unseren Kot und auch unseren Urin wertvolle Nährstoffe wieder raus aus unserem System, wodurch wir hier keinen geschlossenen Kreislauf haben und dadurch kann dann die Erde ziemlich schnell ausgelaugt werden. Und was nun? Die alte Erde einfach wegwerfen und sich neue besorgen oder sich Dünger kaufen. Gute Neuigkeiten, du kannst jetzt hier Geld sparen. Du musst jetzt nicht unbedingt Dünger oder auch neue Erde kaufen. Wir müssen einfach nur begreifen, wie das Mikrobiom in der Erde funktioniert und wie unsere Pflanzen auch wachsen. Wir alle wissen, wir brauchen einen fruchtbaren Boden, um gesunde und kräftige Pflanzen heranziehen zu können, damit sie hier auch uns eine reiche Ernte bescheren können. Wenn wir uns den fruchtbaren Boden etwas genauer anschauen, dann sehen wir auch, dass da sehr viele Kleinstlebewesen und Mikroben damit dabei sind. Die Mikroben zum Beispiel auch für unser Auge nicht ersichtlich, aber essentiell für einen Humusboden sind. Genauso wie zum Beispiel der Regenwurm, Kellerasseln oder ganz verschiedene andere ganz kleine Lebewesen, die halt organisches Material zersetzen. Hier noch ein kleiner Fakt am Rande. Wusstest du, dass in einer Handvoll von dieser lebendigen Erde mehr Lebewesen zu Hause sind, als Menschen auf dieser Welt leben? Durch die Endozytose haben Pflanzen die Möglichkeit, größere Partikel über ihre Wurzeln aufzunehmen, wie zum Beispiel Mikroorganismen. Diese ordnen sich dann der Pflanze unter und übernehmen hier spezielle Aufgaben, wie zum Beispiel bei uns in der Darmflora die Bakterien hier für die Verdauung von unserem Essen zuständig sind. Und das Gleiche ist halt auch hier mit den Pflanzen. Da gehen sie eine Symbiose mit diesen Mikroorganismen ein. Genauso wie, dass halt Pilze auch mit einer Symbiose mit der Pflanze eingehen, wo sie sich auch gegenseitig unterstützen. Also was können wir tun, um das Bodenleben zu fördern? Ist ganz einfach. Der Regenwurm und die Mikroben kommen ja nur dann, wenn es organisches Material zum Zersetzen gibt. Also der erste Tipp ist einfach, eine gute Mulchschicht aufbringen. Also Mulche mit Grasschnitt, Laub, Holzhackschnitzel, Stroh, Schafswolle, einfach jeglichem organisches Material. Der Mulch wird mit der Zeit die Erde aufbessern, allerdings ist er jetzt erstmal nur oberflächlich. Du kannst auch in den untersten Schichten von zum Beispiel einem Kübel Kompost mit einarbeiten, Mist, Eierschalen, Perlit oder auch ganz etwas größere Holzstücke, die halt dann etwas länger brauchen für die Zersetzung und hier ein Langzeitdünger und oft für die Pilzansiedlung zum Beispiel von dem Holz sehr sinnvoll sind. Natürlich ist die Pflanzenkohle ein Must-Have für jeden Gärtner, wie ich finde. Jetzt ist es so, dass einige von euch in der Stadt leben und nur einen Balkon zur Verfügung haben und sie auf dem Balkon schlechten Kompost anlegen können. Von daher gibt es auch hier eine Lösung, zum Beispiel mit einem Bokashi, wo halt eure Küchenreste und andere organische Material, wie zum Beispiel gekochtes oder auch Knochen mit effektiven Mikroorganismen besprüht und hier dieses organische Material mit der Fermentation vorbereitet. Das kann man dann auch erdisieren und auch in die Balkonkästen unten mit einarbeiten. Sich auch Bokashi-Eimer kaufen, wo auch ein extra Hahn mit dabei ist, wo man hier auch diese Bokashi-Flüssigkeit oder die Fermentflüssigkeit abfüllen kann und das als Dünger für eure Pflanzen zum Beispiel nehmen kann. Ich für meinen Teil gehe zu Gastronomen und frage, ob sie halt noch solche Eimer übrig haben, wo zum Beispiel Mayonnaise gelagert werden und sowas. Das sind luftdicht verschließbare Eimer und da passt wesentlich mehr organisches Material rein. Sonst wahlweise ist auch sehr beliebt eine Wurmkiste, wo man hier schön einen Wurmhumus bekommen kann und auch hier zum Beispiel Wurmtee abernten kann und das auch hier wieder als Flüssigdünger für eure Pflanzen dient. Was ich auch sehr gerne mache, ist so die Reste von meinem Saft, wenn etwas übrig geblieben ist, dass ich halt die zum Begießen von meinen Pflanzen nutze oder was halt auch Heaven Popper Esche in seinem Buch Humusphäre empfohlen hat, dass man halt zum Beispiel etwas in den Mixer reintut, die Küchenreste klein püriert und mit einem Siebbeutel die Flüssigkeit von dem festen Material trennt. Und der letzte Punkt ist Gründüngung, beispielsweise mit Luzerne oder auch Klee. Andere Hülsenfrüchte haben auch die Fähigkeit, mit ihren Knollenwurzeln Stickstoff auf der Luft in den Boden zu binden. Und Stickstoff ist ein wichtiger Bestandteil für das Pflanzenwachstum. Sonst schaut auch, dass eure Kübel im Winter auch mit bepflanzt sind, zum Beispiel mit Feldsalat oder auch Portulak. Die bedecken einerseits den Boden, schützen auch vor Frost und weil halt sie auch im Winter eine gewisse Art von Photosynthese machen werden, können sie auch hier die Pilze mit versorgen. Und die werden euch dann auch im Kübel zum Beispiel nicht im Winter verrecken. Er hat verrecken gesagt.
Also spart in der jetzigen Zeit von Inflation und steigenden Energiekosten das Geld für neue Erde, für Dünger. Bau dein eigenes gesundes Obst und Gemüse an. Sei es, wie ich das jetzt hier mache, hier im Freiland, wenn du aber nicht die Fläche zur Verfügung hast. Ein Balkon reicht auch aus oder auch Sprossen, wenn du gar nichts von dem hast. Anleitungen und Tipps findest du noch und nöcher hier auf diesem Kanal oder auch auf meiner Webseite. Auch für die Sprossenanzucht habe ich schon ein Video gemacht, werde ich dir auch hier in der Endkarte mit verlinken, wo du auch sehr gerne reinschauen kannst. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast, und wir sehen uns im nächsten Video.